zur Klappe, die dritte. Hallo Gresho. Wir hatten gerade technische Probleme, ihr habt es alle mitbekommen. Jetzt muss uns natürlich irgendeiner schreiben, funktioniert jetzt der Ton? Hört ihr uns dieses Mal? Wir haben jetzt das Handy ausgetauscht und es kommen schon ein paar rein. Schreibt mal rein, hört ihr uns? Dann können wir nämlich loslegen. Die technischen Probleme sind hoffentlich jetzt behoben. Also, könnt ihr uns hören? Es geht, kommt hier. Jetzt haben wir Ton. Wunderbar. Also, Handy getauscht. Sorry für die technischen Probleme. Das hatten wir jetzt auch noch nie. Das machen wir jetzt schon ein paar Jahre. Also, dass der Ton nicht geht. Also, diese Einstellung kennen wir gar nicht am Handy. Krešimir Kosina, guten Abend nochmal. Ja, ja, zum dritten Mal, aber uns hat man ja nicht gehört. Ja. Als allererstes sind wir vorher eingestiegen mit den Grüßen an den Teile. Nikolai Teilinger, ja, genau. Hat sich eingeschaltet. Gute Besserung, Teile. Wir hoffen, du bist bald wieder gesund. Das ist, wie ich heute gelesen habe, nicht jetzt so schlimm. Und ab dem zweiten Teil der Saison können wir wieder auf dich zählen. Ja. In diesem Sinne, alles Gute an Teile, ganz genau, dass deine Verletzung ganz schnell vorbeigeht und dass du wieder fit bist. Liebe Follower, wie gesagt, herzlich willkommen zu unserem Live-Q&A. Die technischen Probleme sind nun behoben. Ihr könnt loslegen, der Gresho freut sich schon auf eure Fragen. Du wurdest letzte Woche nominiert von Bastian Heimann. Vielen Dank, Basti. Ja. Basti, ja. Ganz genau. Danach hast du gesagt, ich werde immer nominiert, wenn wir Niederlagen weggesteckt haben oder wenn wir verloren haben. Das war aber vor dem Nordhorn-Spiel. Jetzt habt ihr zweimal hintereinander gewonnen. Also du sitzt quasi jetzt zurecht da. Und jetzt das erste Mal in deiner Karriere bei uns, bei unserem Live-Q&A, dass du hier sitzt und gewonnen hast. Ja, ein gutes Gefühl, ja. Beide Spiele? Ein gutes Gefühl? Ja, ein super Gefühl. Also wir sind schon sehr zufrieden mit den letzten zwei Spielen und dass wir die gewonnen haben. Und ja, wir hoffen einfach, das geht so weiter. Und da habt ihr morgen auch gleich die Chance, hier in Essen nachzulegen? Auf jeden Fall, ja. Werden wir tun, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich möchte jetzt mit einem guten Gefühl dann auch, ohne irgendjemand jetzt auch jetzt zu unterschätzen, mit einem guten Gefühl dann in die sag ich mal, so schweren Spiele mit Kiel, Hannover und Flensburg gehen. Ja. Wäre sicher gut für jeden von uns. Genau, also Aussichten sind klar, wir wollen morgen gewinnen und dann geht's weiter und dann schauen wir aufs nächste Spiel. Wir schauen ja von Spiel zu Spiel, ein bisschen was fürs Phrasenschwein. So, ich sehe schon, da sind einige von deinen Teamkollegen dabei, die sich hier reingeklickt haben. Die warten alle auf dich, logischerweise, und auf deine Antworten zu ihren Fragen, die im Vorfeld natürlich schon eingegangen sind. Ein ehemaliger Teamkollege, der ist auch dabei, ich habe ihn schon gesehen, Joscha Ritterbach, fragt, lebt Kabine Spaß noch? Ja, die Kabine Spaß lebt noch. Also Joscha Ritterbach war ein großer Teil der Kabine Spaß. Und ja, wenn du einmal in die Kabine kommst, bist du immer der Teil der Kabine. Und ja, die lebt noch immer, Joscha, aber die ist nicht gleich ohne dich. Liebe Grüße. Die Frage ist, Joscha Ritterbach, ist er noch in Quarantäne oder sind die schon raus? Joscha, bist du frei, auf freiem Fuß? Wie ich gestern seine Instagram-Story gesehen habe, ist er frei. Joscha, bist du frei? Also darfst du wieder raus? Ich meine, jetzt ein ernstes Thema, davon hätte ich nicht lachen, aber so ein kleines Augenzwinkern ist ja erlaubt. Also Joscha ist wieder auf freiem Fuß anscheinend. Und er legt gleich nach und hat nochmal eine Frage. Wer ist denn der beste Kreisläufer in der deutschen Handball-Bundesliga? Frage von Joscha Ritterbach an den Kreisläufer von Frisch auf Göppingen. Schwer zu sagen. Also, und, am besten ich beantworte ich. Ich beantworte ich das nicht. Also, das finde ich am besten. Wieso? Nein, wir wollen das schon hören von dir. So deine Meinung zum besten Kreisläufer in der Liga. Das ist schwer zu sagen. Das sollen andere entscheiden. Ja. Wer zum Beispiel? Joscha Ritterbach zum Beispiel. Er kann ja keines. Also Joscha, du kannst erstmal, er ist übrigens machen, frei, ja. Er schreibt gerade, er ist frei. Also Joscha, du kannst hier ruhig reinschreiben, wer der beste Kreisläufer in der Handball-Bundesliga ist. Ich werde es dann vorlesen. Joscha, wir hören auf. Ich bin sicher, dass Heimann auch was reinschreibt. Heimann? Heimann hat noch ein paar andere Anschläge auf dich vor, zu denen später. Also wir müssen erstmal warm werden. Okay. Ja? Ihr, liebe Follower, habt natürlich auch jederzeit die Möglichkeit, unserem Gresho Fragen zu stellen. Ich werde ihm wirklich alles vorlesen, logischerweise. Und dann gucken wir mal, was dabei rüberkommt. Im Vorfeld sind hier natürlich auch jede Menge Fragen eingegangen.
Joscha Ritterbach hat gerade geantwortet. Ich will es nicht hören. Ich muss es ja leider vorlesen, weil ich habe versprochen, ich lese alles vor. Patrick Rentschler. ich hab gewusst, dass das kommt. Hast du das gewusst? Ja. Warum? Okay, aber das stimmt nicht. Er spielt jetzt momentan in der zweiten Bundesliga. Nächstes Jahr, dann akzeptiere ich das, die Antwort, aber dieses Jahr nicht. Also Joscha, falsch, einfach fail. Ja, wir spielen in der zweiten Liga. Der Bruder von unserem Luigi. Ur Kastelitz hat eine Frage. Auf Deutsch? Ja, das sieht relativ deutsch aus. Okay. Mit ein paar kroatischen Namen. Moment mal, ich lese mal vor. Warum ist Lino Cerva dein Lieblingstrainer und Martin Sipic dein Idol? Ja. Oh, da steht, ich soll die Frage anonym vorlesen. Jetzt, oh, ja, Ur, das musst du gleich am Anfang schreiben, nicht am Ende der Frage, weil jetzt ist schon zu spät. Tut mir leid, lieber Ur. Nächste Frage kommt. Nein, da, nein, das geht nicht. Das sind einfach Fragen, die man nicht beantwortet. Die Fragen möchte er jetzt nicht beantworten. Okay, ja, jetzt steht da vom Dimo. Dimo, grüß dich. Prate, ja, Boljek, Nežan. Bravo, Dimo. Und was heißt das? Er kennt keinen Besseren als mich. Also okay. Da kann ich nur zustimmen. Okay, wobei da jemand anders jetzt geschrieben hat, Patrick Kohlbacher. Patrick Kohlbacher? Ja, steht da. Patrick Kohlbacher kenne ich nicht. Also. Dann machen wir weiter. Okay. Aber vielleicht hat er Yannick Kohlbacher gemeint. Ja, wenn er Yannick, das kann sein. Yannick ist ein sehr super Kreislauf, einer der Besten. Okay, und jetzt Bibi fragt, warum ist Partizan Belgrad dein Lieblingsverein? Also wenn wir schon beim kroatischen Fußball jetzt sind. Wer fragt das jetzt? Bibi. Keine Ahnung, Partizan ist ein... Also wenn wir gerade Verein in Serbien, also das ist nicht mein Lieblingsverein. Ich habe auch nichts gegen den Verein, aber ist nicht auch mein Lieblingsverein. Ja. Also das war dann eine Fehlinformation quasi. Fehlinformation. Ich glaube, jeder, der mich kennt, schon seit 26 Jahren bin ich Borussia Dortmund Fan. Ah, Borussia Dortmund. Borussia Dortmund. Und da läuft es ja gerade. Oder da kommen wir sicher zu der Frage von Heimann, oder? Ja, das suche ich gerade. Was sagst du, also Basti Heimann, ja, was sagst du zur Fußball-Bundesliga-Tabelle und zum Spiel BVB-FC Bayern? Ich sage nur, am Ende schaue ich nur auf die Tabelle. Vorher nicht, nur am Ende. Am Ende steht auch meistens Bayern vorne, muss ich halt auch mal so sagen quasi. Kein Kommentar. Ja, auch kein Kommentar. Der Grescher, der antwortet halt nicht so gerne auf meine Fragen da. So, Jungs, also wir müssen da noch ein bisschen was rauskitzeln hier. Sercan fragt. Okay, was? Ja, Sercan, Predragovic, hast du dich beim Fußball verbessert? Zuerst liebe Grüße an Sercan nach Rumänien. Ich hoffe, er ist auch gesund. Ja, was heißt verbessert? Also ich bin noch immer der Beste. Also ob ich jetzt noch besser bin, das ist schwer zu beurteilen. Okay, dann sagt Basti Heimann, hat da gleich nochmal eine Frage. Wer ist der Beste? Aber haben wir ja gerade schon geklärt jetzt, ja, oder? Aber haben wir auch Fragen von Fans? Oder sind ja, alle, natürlich, die kommen. Alle von Mitspielern, so die, nein. Lieben es zu provozieren. Und so. Nein, nein, die meinen es alle lieb. Die haben dich doch alle lieb, das weißt du doch. zu lieb, ja. Ja, wir haben nämlich hier vom eine Frage auf Facebook vom Gerhard. Was sprichst du während dem Spiel immer mit den Schiedsrichtern? Was ich spreche? Ich kommuniziere. Ich kommuniziere mit denen. Ich glaube, das ist wichtig, dass ich weiß, also ob manche sperren, ob die an der Grenze sind, ob manche zu hart waren. Und das ist immer, glaube ich, gut. Und ich mag auch Schiedsrichter, die wirklich auch mit den Spielern reden, ihre Entscheidungen auch erklären. Und dann weißt du es besser nächstes Mal. Also du erklärst den Schiedsrichtern nicht die Regeln? Nein. Ich lasse mir die Regeln erklären. Du lässt dir die Regeln erklären? Genau. Kennst du die nicht? Noch nicht. Man reizt es aber immer aus. Ja, wie weit kann man so gehen? Das würde man nicht glauben, aber ich kenne sie noch nicht alle. Noch nicht alle? Ja, das ist auch ziemlich umfangreich im Handball, ja? Ja. Da gibt es ja schon ein paar Dinge. Ja. Der Paul fragt, ist es für einen Kreisläufer besser unten oder oben zu schießen? Vom Kreis. Ja, also unterschiedlich, würde ich sagen, von Position abhängig. Und vielleicht ist es ein Vorteil, wenn man fällt, viele Torhüter gehen automatisch nach unten, dann sollte man vielleicht hochwerfen. Aber wie gesagt, das
das muss man entscheiden im Spiel, ob du unten oder oben wirst, was der Torwart machst, wie du springst, welche Position du hast. Also ich glaube, dass beides sehr gut und sehr nützlich ist. Auch eine Frage, die im Vorfeld eingegangen ist. Gibt es einen Torwart, gegen den du gar nicht so gerne spielst, sage ich jetzt mal? Ja, eigentlich, es gibt zwei, drei Torhüter, die ich... die wirklich unangenehm sind, muss ich sagen. Also zum Beispiel Buric, Simic, die sind, die warten lange, die sind auch für einen Kreisläufer unangenehm. Und natürlich, also will ich überhaupt nicht sagen, Landin und also die Top-Leute. Aber für mich persönlich unangenehmste, so Buric und Simic, die sind wirklich so. Die haben dich ausgeguckt, oder wie sagt man das? Kann man so sagen, ja. Oder ich gucke sie zu viel, ja. Du guckst sie zu viel? Ja, ja. Okay. Ja gut, gegen Buric hast du ja bald demnächst die Möglichkeit. Ja. Mal, was heißt das besser zu machen, dass sich das dann mal ein bisschen anders darstellt, ja? Gut, dann haben wir vom Daniel, warum bist du nicht Basketballprofi geworden? Ja, das ist eine gute Frage. Keine Ahnung, ich hatte nie einfach die Chance, Basketball zu trainieren, war ein Wunsch von mir, ich spiele das ganze Leben. Ich spiele auch, ich habe im Sommer Basketball mit Profis und so, aber irgendwie hatte ich nie die Chance, habe ich mich als Junger für Handball entschieden. Vielleicht noch dann mit 16, 17, 18 habe ich mich noch umgedacht, ob ich vielleicht dann doch Basketball spiele, aber ich glaube, dann war es so auch ein bisschen zu spät, aber es ist noch immer ein großes Hobby von mir. Axel Goller, Aki, okay. Lügt der Ball nie? Der Ball lügt nie, das stimmt. Also ich sage immer, dass bei allen, die Schiedsrichter können lügen, die Fans können alles kann machen, aber am Ende des Tages, der Ball lügt nie. Der Ball lügt nie? Ja. Dann wissen wir das jetzt auch. Aki legt gleich nach und fragt, warum verlierst du immer beim Wikinger-Schach? Ich habe genau einmal einmal. Aber da muss ich auch loben, nicht meine Mannschaft beim Wikinger Schach. Jakob als Däne, das ist Nationalsport bei denen, der ist unser aller Top-Spieler. Der also, Oberwikinger. Ja, der ist der Oberwikinger und da muss ich sagen, es liegt nicht an mir, dass wir fast jedes Spiel gewinnen, sondern mehr an sage ich mal, Jakob und der Rest der Mannschaft, die ich spiele. Da gucken wir mal morgen früh. Ja. Ob zu der einen Niederlage noch was dazukommt. Schauen wir mal. Basti Heimann möchte mal was wissen. Der hat ja schon ein paar Fragen hier abgegeben. Basti muss es natürlich so machen, weil ihr seid natürlich Zimmerkollegen. Ja, aufgrund von Corona dürft ihr nicht miteinander reden, genau, im Zimmer. Ja, ja? Muss ich gerade sagen. Ja, ja, genau. Der muss über diesen Kanal machen, ja. Weil aufgrund von Corona und Aerosole in der Luft könnt ihr im Zimmer nicht miteinander reden. Deswegen macht der Basti das hier auf diesem Wege, jetzt sind wir ja glücklich drüber. Wieso bist du kein Quarterback des Handballs geworden? Beziehungsweise hast die Position nicht neu erfunden? Ja, ich muss sagen, ich spiele noch immer fast wie ein Playmaker im Kreis. Ja. Das stimmt einfach. Kann Basti als Erster also sagen, wenn ich auf der Mitte stehe und er halb links ist, er ist 10-mal besserer Spieler. Also finde ich das schon, das wäre eine Position für mich. Okay. Dann haben wir eine Frage von der Sari aus dem Vorfeld. Was ist dein Ritual vor dem Spiel? Ich kenne auf jeden Fall eins von dir, aber mach du mal. Ich kenne eins von dir. Ein Ritual von mir? Ja, ich kenne eins. Ich habe so ein paar Dinge, die ich immer gleich mache. Erzähl mal. Also vor dem Spiel bete ich immer, also aber... Okay, das ist so ein, sag ich mal, privates Ding. So. Und dann, sage ich mal, ich klatsche immer vier oder fünf Mal ab, mit vier oder fünf Kollegen ab, bevor ich anfange loszurennen. Was kennst du noch von mir? Ich muss immer das, bevor ich aufhöre, muss ich das letzte Tor machen, bevor wir aufhören, dass den Ball darf keiner vorher berühren. Ja. Es gibt noch ein paar Dinge, ich bin auch jetzt. Ja, hat so ein bisschen was mit Basti Heimann zu tun.
Basti ist ah, ein bisschen unser Haupt. Also das meinst du in der Kabine, dass ich ihm muss einmal ein Gesicht schlagen. Ja, genau. Aber das ist mehr wegen ihm als wegen mir, dass er wach wird. Also Basti Heimann kriegt vor jedem Spiel von Krešimir Kozina direkt in der Kabine vor allen eine geknallt. Ja, also eine Backpfeife, ja, wo es andere... Was glaubst du, was passiert dann im Zimmer noch? Ja, das ja, genau, wollen wir gar nicht wissen. Also eine Backpfeife, wo es jeden anderen umhauen wird, kassiert der Basti vor jedem Spiel von unserem Grecho. Und das klappt, deshalb spielt er jetzt so gut. Oder? Genau, das klappt. Ja, du machst ihn damit richtig sauer. Ja? Also das klappt auf jeden Fall. Also da tut es immer richtige Schläge in der Kabine, kurz vorm Verlassen. Gut, okay, wenn es hilft, warum nicht? Moment mal, verrutscht hier. UK, hätte es mit der Handballkarriere nicht geklappt, was wärst du dann geworden? Also vom Sport her oder so? Wie meinst du die Frage, werde ich nicht Handballer oder eine andere Sportart oder einen anderen Job? Also wie gesagt, hätte es mit der Handballkarriere nicht geklappt, was wärst du dann geworden? Ja, einen anderen Job halt irgendwie oder? Nee, ich habe also Elektrotechnik in die Elektrotechnik in die Schule gegangen, habe ich das auch angefangen zu studieren und dann hatte ich das aufgehört, also wegen Handball, weil ich nicht beide Dinge machen konnte. Also vielleicht irgendwas in die Richtung würde ich auch machen, das hat mich auch sehr viel interessiert. Prima. Unser Fanclub, der Fanclub Grün-Weiß, hallo, schön, dass ihr zuschaut, fragt, was war dein bisher größter Moment in deiner Karriere? Größter Moment. Schwer zu sagen. Also, ich hatte schon ein paar gute Momente. Es war schon ein Highlight, bei den Olympischen Spielen dabei zu sein, muss ich schon sagen. Also war vielleicht etwas, was ich mich auch immer erinnern werde. Und jetzt ist es schwer, dann so einen Moment zu nehmen. Ich hoffe, ich erlebe den in den nächsten Jahren mit Frisch auf meinen größten Moment der Karriere. Okay, dann frage ich gleich mal dazu, was war dein größter Erfolg in deiner Karriere? Also ich war Junioren-Weltmeister mit Kroatien, da war ich in Österreich, wo ich gespielt habe, zweimal Meister. War mit Berlin einmal den Superclub gewonnen. Jetzt wird das rausgezählt, dass ich sage, ich verloren das Finale in Göppingen, aber... So als größter Moment deiner Karriere mit Berlin in der EWS Arena beim Liqui Moly Final Four gegen Frischauf verloren und zwar deutlich. Und zwar deutlich. Kein Kommentar, okay. Und zwar ganz deutlich haben wir die Füchse Berlin damals mit Krešimir Kozina in diesem Füchse-Trikot noch geschlagen. Da war der Krešo nach dem Spiel... nicht so gut ansprechbar quasi, da hat er so nichts mehr wissen wollen. Ein bisschen enttäuscht. Samt Trainer damals, der war auch ein bisschen beleidigt, der Trainer der Füchse. Velimir Petkovic, aller Bekannter natürlich in Göppingen, mit dem hat er nicht gerechnet. Die ganzen Füchse haben nicht damit gerechnet, ganz Berlin hat nicht damit gerechnet. Ja, war schon ein geiles Sieg. Wir haben es gewusst, schon vor dem Spiel, dass wir das machen. Ja, also das war unser Plan. Super. Gut, unser Busfahrer Fladdy fragt auch was. Und zwar will er wissen, ob du als Elektrotechniker auch eine Lampe anschließen kannst. Das ist schon mal eine richtig gute Frage. Ich glaube schon, ja. Also wenn es nichts Kompliziertes ist, glaube ich schon, ja. Weil der Basti sagt dann, du hast auch Probleme beim TV im Bus anschließen. Ja. Wer hat ihn heute wieder angeschlossen? Ich habe den TV wieder im Bus angeschlossen. Ich glaube, das habe ich auch beobachtet, ja? Ja. Gut, hat zwar so 2 Stunden gebraucht, aber er lief dann. Ja, er lief dann. Der Fernseher steht nicht mehr, aber gut. Er steht nicht mehr, wo ist er hin? Keine Ahnung. Er abgestürzt oder was? Lukotic, Kakosi? Wie heißt sein Name? Lukotic, oder? Ja. Lukotic, Kakosi. Ah, super, dobro. Dobro. Was ist Lukosi? Kakosi? Lukotic, Kakosi? Einfach, wie geht's dir? Wie geht's dir? Ja, super. So, prima. Die Handballliebe. Keine Frage. Also, ich habe gar keine Frage. Okay. Aber man will dir nur sagen, will ihm nur sagen, dass er eine krasse Maschine ist. Also, du. Dankeschön. Du bist quasi eine krasse Maschine.
Felix Wittlinger möchte wissen, warum spielst du bei Frischhoff? Bei Frischhoff? Ja, ist ein geiler Verein, oder? Bundesliga, Top-Verein. Ist ein, also schwer beantwortbare Frage. Wieso? Einfach, ja. Also, wo ich schon jünger war, mein Traum war immer in der Bundesliga zu spielen. Also, Frischhoff spielt hier ja schon sehr lange und mir gefällt es auch hier und ja, das ist so die Antwort. Dann der Dario möchte wissen, was sind die Unterschiede zwischen den Füchsen Berlin und Göppingen? Also er meint es so rein vom Verein quasi her. Weil was für Unterschiede gibt es da so? Also kann man das ja, irgendwie so... Ja, ich glaube so, Füchse Berlin setzen viel mehr vielleicht auf die Jugendarbeit und die haben dieses Jahr die große Akademie, wirklich, das ist wirklich super gemacht und ja, aber natürlich die Füchse Berlin als Verein, die sind in einer großen Stadt, da sind sie also nicht die Sportart Nummer 1 und Göppingen hier ist, also will ich sagen, der größte Sport ist Handball hier in der Stadt und da sieht man natürlich auch einen Unterschied auch an der Straße und überall und ja, ich glaube, bei Göppingen fühlt man auch die Tradition, also dass ein Verein schon so alt ist und ja, wirklich wie die Fans schon so lange hier mit ist und es ist natürlich auch eine andere auch Atmosphäre da in der Halle. Also ich meine, die Fans sind auch viel emotionaler. Da sind wir schon auch beim nächsten Thema quasi, Fans jetzt null. Wie ist das so? Geisterspiel? Ich muss ehrlich sagen, Katastrophe. Also das ist wirklich. Gerade du bist ja einer, du lebst ja von den Emotionen quasi und ja. Du brauchst ja das auch ein bisschen quasi. Ja. Oder du reißt ja das Publikum auch oftmals mit. Ja, aber das Publikum reißt auch mich mit. Also muss ich genau. Schon sagen, das ist wirklich traurig. Also auch für die Spieler sehr, sehr ungewöhnlich. Ich hoffe, ich habe das sofort gesagt, ich hoffe, wir spielen jetzt so viele Auswärtsspiele wie möglich. Also das. Weil das letzte Spiel gegen Wetzlar, das war wirklich von Anfang an, ich habe mich wirklich am Anfang nicht gewöhnen können, dass da wirklich keine Fans sind. Einfach leer, hat sich wie ein Training angefühlt. Und dann ist das auch manchmal eine neue Situation für Spieler, du musst dich anders motivieren. Also ich hoffe, das geht auch jetzt schnell vorbei. Also und dass wir hoffentlich im Februar zumindest wenn nicht die volle Halle, eine kleinere Zahl Fans haben. Also. Kann man jetzt sagen, dass jetzt die Auswärtsmannschaft immer ein bisschen im Vorteil ist? Oder zumindest hat der Heimverein keinen richtigen Heimvorteil mehr. Außer jetzt die eigene Halle, aber keine Fans eben mehr da. Ja? Kann man sagen, also als Auswärtsmannschaft hat man jetzt vielleicht irgendwie bessere Chancen? Ja, ich würde schon sagen, dass jetzt eine Auswärtsmannschaft viel größere Chancen hat und eine Heimmannschaft wirklich nicht nur in die Heimat nimmt, auf das Publikum und alles. Und dann ja, bist du da enttäuscht am Anfang des Spiels. Und ja, wie gesagt, ich hoffe einfach, dass die Fans so schnell wie möglich zurückkommen, weil Handball ohne Fans macht nicht so viel Sinn. Ja, weil du das gerade sagst, es gibt ja schon so Hallen, wo man jetzt sagt, also da ist der Heimvorteil, da ist natürlich unverzichtbar, wie jetzt zum Beispiel in Magdeburg, weißt du selber, oder in Flensburg, ja. Also da geht es ja dann schon richtig ab quasi, ja. Also da ja, aber kann ich mir schon vorstellen. Ich würde schon sagen, dass ich habe auch in Flensburg gespielt. Ich würde schon sagen, dass die Fans ähnlich sind in Flensburg und Göppingen. Göppingen also, natürlich, klar, logisch. Ja, also uns habe ich jetzt gerade ausgenommen. Sehr, sehr ähnlich, weil die beide sind sehr, sehr emotional. Ja. Und zum Beispiel in Berlin sind mehr diese ruhige Fans, diese, sag ich mal, von der großen Stadt Fans, also so. Event-Fans. Ja, so Konzertpublikum und so. Das ist nichts. Ja, das ist jetzt nichts gegen die Füchse Fans. Das ist, ja, ich verstehe. Aber einfach, die sind viel ruhiger und sag ich mal, die Göppingen-Fans und die SG-Fans, die leben einfach Handball, die sind emotional. Natürlich auch in beide Richtungen, was ich auch absolut respektiere und ja, wie gesagt. Ja, natürlich unsere Fans, da darf man natürlich nicht vergessen, die habe ich gerade jetzt nicht angesprochen, weil wir es ja davon hatten als Auswärtsmannschaft. Ja. Wenn man jetzt da zum Beispiel nach Flensburg eben kommt, dass denen eventuell schon fehlen könnte, hier dieser Druck, der von den Rängen kommt und dann natürlich auch auf der Gastmannschaft hängt, ja, was dann nicht ganz einfach ist. Gut, was sind deine Ziele für die nächsten Jahre? Und was wirst du nach deiner Handball-Profi-Karriere machen als Job?
Legende Bene Bauer fragt es. Ziele für die nächsten Jahre. Ja, also auf jeden Fall wieder Titel zu gewinnen. Und ich hoffe, ich schaffe das. Ich hoffe, ich schaffe das mit Göppingen, muss ich ehrlich sagen. Und ich hoffe, wieder auf Europapokal zumindest zu spielen oder vielleicht, wenn es gut geht, auch Champions League. Und nach der Karriere, ja, ich glaube, ich werde vielleicht im Handball bleiben, wahrscheinlich nicht als Trainer, für das habe ich nicht genug Nerven. Und bist du nicht geeignet? Ich glaube, ich bin nicht für einen Trainer geeignet, ja. Warum? Also, sag ich mal, ich raste schnell aus, also dass ich das vorsichtig so... Morgen 10 Uhr Stadion, oder? Ja, so zum Beispiel. Aber ich glaube, ich bleibe schon im Sport und Handball. Es gibt auch andere Jobs in Handball, die mich interessieren. Und ja, schauen wir mal. Moderator bei Sky. Ja, schauen wir mal. Ich glaube nicht. Tobi möchte wissen, welche Position außer dem Kreis hast du schon gespielt? Oder könntest du spielen? Was ich könnte spielen, ist wahrscheinlich alles, ja. Grescher, wir haben die Frage nach dem Besten haben wir vorher ja eigentlich schon quasi ja besprochen und beantwortet. Aber eigentlich habe ich, wo ich mit Handball angefangen habe, ich auf allen Positionen einfach gespielt. Auch im Tor? Ja, im Tor war meine erste Position im Tor. Aber als Torwart musst du auch ein bisschen, sage ich mal jetzt vorsichtig, verrückt sein, oder? Dass du ins Tor stehst, also Respekt an alle Torhüter. Und das ist nicht ein Job für jeden. Sonst habe ich auch wirklich alle Positionen gespielt. Wirklich auch rechts außen, links außen, halb rechts, halb links, Mitte. Und am Ende habe ich mich irgendwie am Kreis gefunden. Torhüter Daniel Rebmann, kennst du? Ja. Ja, er hat auch eine Frage. Und zwar, was ist deiner Meinung nach das gefährlichste Tier der Welt? Ist das auch so ein Insider? Was geht's denn da? Kenne ich jetzt nicht so. Erzähl mal so, um was geht's denn da? Ja, da kam einmal die Frage, dann habe ich einfach geantwortet, die Containerkatze. Die Containerkatze? Ja, weil das das gefährlichste Tier auf der Welt ist, weil hast du immer am Abend, wenn du an der Straße gehst und dann siehst du im Container eine Katze, die hat alle möglichen Krankheiten, keiner möchte in die Nähe, dann gehe ich lieber in die Nähe von einem Löwen als bei so einer Katze. Was gab es denn noch zur Auswahl? Ja, es gab Tiger, Löwen, alles mögliche. Und du sagst die Katze. Aber die Containerkatze ist die Nummer 1. Zumindest kreativ die Antwort, das ist richtig. Prima, Grescho, ja, 21.32 Uhr, wir sind durch. Erzähl uns noch ganz kurz, wie das Spiel morgen ausgeht. Das Spiel morgen werden wir gewinnen. Und jetzt sage ich auch jetzt nicht hoffentlich, sondern wir werden es gewinnen, wir müssen es gewinnen, ohne irgendjemanden zu unterschätzen. Wir sind, glaube ich, die bessere Mannschaft und wir müssen es gewinnen. Und ja, dann hoffe ich auf eine gute Regeneration und dann Sonntag ist Arena Kiel. Das Topspiel? Das Topspiel, ja. In dem Fall? Ja. Wir hoffen alle, dass ihr morgen gewinnt. Prima, vielen Dank, dass du hier warst. Danke. Heute Abend, die letzte halbe Stunde, war wie immer sehr amüsant mit dir. Unseren Fans hat es auch gefallen, gehe ich davon aus. Und die allerletzte Frage, die Frage aller Fragen. Du darfst jemand nominieren für nächsten Mittwoch. Heute in einer Woche aus dem Teamhotel in Hannover. Am Donnerstag nächste Woche spielen wir dann in Hannover. Kann ich Basti nicht zurücknominieren, oder? Nein, der Basti war schon dran, den lassen wir jetzt mal raus. Sag mal einfach einen Namen, dann sage ich dir, oder nominier mal, und dann sage ich dir, ob er schon dran war. Wenn ich es hoffentlich noch weiß. Ich glaube, Till Hermann wäre was für nächstes Mal. Ja? Ja, besonders weil er Hannover... In seiner Heimat. Ja, genau. Ich glaube, das wird was Besonderes für ihn sein. Also ich glaube, er wird mir auch jetzt sehr dankbar sein, dass ich ihn nominiere. Ja, Till Hermann, prima, in seiner Heimat Hannover. Genau. Ganz toll. Also da freuen wir uns auf den Till nächste Woche hier live aus dem Teamhotel in Hannover. Grescho, haut rein morgen. Machen wir, ja. Macht sie... Ich wollte jetzt gerade sagen, kaputt, aber du weißt ja wie, also in dem Fall, wir müssen das Ding gewinnen, ganz genau, wir geben da alles, wir hauen alles
raus. Hermannsson bedankt sich schon, ja, also Till Hermann, danke Brate, er bedankt sich, er freut sich. Ja, ich weiß das, ich freue mich, weil er, das ist jetzt ein Insider, er hat mich auch gefragt, Kirscher, kannst du mich bitte nächstes Mal nominieren? Nein, Till, willst du dich nach vorne drängen oder was? Till, das ist ja jetzt mal. Jetzt hast du die gut. Chance, ich bin gespannt, was du hast zu sagen. Jetzt kannst du mal einen drauflegen, lieber Till. Perfekt. Gut, prima, Kirscher, vielen herzlichen Dank, viel Erfolg morgen. Euch, liebe Fans, danke, dass ihr zugeschaut habt. Und wir würden uns freuen, nächste Woche bei unserem nächsten Live-Q&A, wenn wir uns alle wiedersehen würden. Schönen Abend, Herr Nadja. In diesem Sinne, macht's gut, bis dann, ciao. Tschüss. Ciao.